Am Montag das große Thema in der Stadtratssitzung Forum und öffentliche Tiefgarage. Wie ist denn die erste Reaktion nach der Stadtratssitzung? Also ich habe bisher nur Positives gehört, dass die CSU sich durchgesetzt hat, dass eine Tiefgarage untersucht wird. Ansonsten wird es wahrscheinlich immer etwas rumgegeistert. Warum habt ihr nicht? Hättet ihr doch? Und. Und jetzt, glaube ich, wird Klarheit geschaffen. Etwas enttäuscht war ich, dass die SPD, die eigentlich diese Entscheidung im Stadtrat nochmal herbeigeführt hat, nach ja schon jahrelangen Diskussionen, so gespalten war, wie sie sich dargestellt hat in der Sitzung am Montag im Stadtrat. Zerrissene SPD, geschlossene CSU, das kann man ja so zusammenfassen. Wie geht es jetzt weiter? Also wir werden ja natürlich den Auftrag, den uns der Stadtrat gegeben hat, erfüllen. Wir werden ja zuerst einmal die verkehrstechnische Untersuchung machen. Sollten sich hier positive Signale ergeben, dass eine öffentliche Garage möglich ist, wird man die beiden anderen Untersuchungen noch anhängen, nämlich sowohl ein Lärmgutachten wie ein emissionsschutzrechtliches Gutachten mit verbinden. Und dann kann man definitiv sagen, ja, es geht. Und die zweite Frage ist, wie viele öffentliche Stellplätze gehen, die kann man sicher dann auch beantworten. Die kleineren Parteien waren völlig dagegen. Es hieß an einer sensiblen Stelle. Die Reaktion des Oberbürgermeisters dazu. Ja, ist sicherlich richtig, dass die Diskussionen in der Vergangenheit immer davon ausgegangen sind, eine Quartiersgarage zu schaffen. Und wir waren ja auch beim Stadtrat so weit, dass ein Bebauungsplan in diese Richtung verabschiedet werde, hätte können in diesem Jahr. Das ist jetzt leider hinfällig. Das heißt, wir müssen natürlich eine Zeitverzögerung in Kauf nehmen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es auch völlig falsch, einem Investor, der signalisiert hat, das Gelände zu kaufen, und eine Tiefgarage auf eigenen Kosten zu bauen, dem sofort die Tür zuzuschlagen und zu sagen, nein, das geht nicht, wir sind planerisch schon ein Stückchen weiter. Und ich bin der Meinung, man sollte die Investoren offen aufnehmen, mit ihnen auch offen die Probleme abhandeln. Und dann kann man auch offen auf sie zugehen und sagen, das geht und das geht nicht. Ich glaube, das hat einfach ein Investor verdient, dass er solche Gespräche angeboten bekommt. Die Amberger schauen jetzt natürlich darauf, was in Sachen Forum vorangeht. Wie geht es denn da weiter? Ist der Investor seriös? Also ich kann nur von dem her sagen, wie ich das Unternehmen kenne, und da kann ja jeder im Internet nachschauen, dass der Investor auf jeden Fall seriös ist. Der betreibt ja mehrere solche Kaufhäuser und solche Centers. Und von dem her ist er auch entsprechend aufgestellt. Er hat sie alle auch im eigenen Besitz. Es ist kein Fonds, in dem das irgendwo untergeht. Also von dem her wäre ich sicher froh, wenn er so ein Investor gefunden wäre, so wie sich der darstellt. Zum anderen, ich weiß nur nicht, denn es gibt ja Jungteam, öffentliche Tiefgarage, dann Forum. Ob er sagt, ich mache auch das Forum dann, wenn die Tiefgarage nicht kommt. Also das ist offen, aber ich glaube, es ist so, dass wir noch weitere Interessenten haben, mit denen wir dann wieder in die Verhandlung eintreten, sollte die Tiefgarage gestorben sein. Also die Hoffnung ist noch lange nicht begraben in Sachen Forum. Also ich bin mir absolut sicher, dass wir in nächster Zeit irgendwo eine Lösung hinbekommen. Interessant wäre, wenn der Herr Reichholf sich etwas bewegen würde, denn er hat ja den Schlüssel, dass die Türe geöffnet wird. Ich glaube, wenn der dem einen oder anderen Investor in der Vergangenheit schon etwas entgegengekommen wäre, wäre das Thema Forum auch bereits gegessen.